Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen verrückten Folge Man of Medan. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen jetzt hier Wir sind wohl der weiter untere mit Bereich des Brad und Schiffs. Julia. Und wir sind jetzt hier im unteren Teil des Schiffes. Ich wünschte, ich könnte das genießen. Was zum Teufel redest du da? Tja, unter anderen Umständen wäre das der coolste Ort der Welt für mich. Das Überhaupt. sehe ich anders. Vollkommen. Sagt die Frau, die unbedingt zu einem Wrack tauchen musste. Klappe. Okay, wir sehen uns mal noch hier ein kleines bisschen um. Oh, verdammt. Okay, das ist der Doktor. Den kennen wir ja noch von unserem ersten Durchgang. Gut, wir gehen hier weiter. Julia, komm mit. Hier, sieh dir das an. Schau, da unten. Der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann. Halt! Bist du okay? Ja, alles gut. Komm runter. Was ist? Das? Es war. Hast du nichts gesehen? Hallo? Okay, ich sehe also Zeugs, du aber nicht. Ja, ich glaube, wir drehen alle durch. Ich denke, das kommt von dem Nebel. Warum sollte der Dunst verrückt machen? Der Nebel macht uns völlig irre. Vielleicht ist das schon mal passiert. Darum ist niemand mehr hier. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Okay, weiter geht's. Julia, folge mir. So. Hier entlang, oder? Nein, hier geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. So wie es scheint. Weißt du, was ich vermisse? Einen Föhn? Haben wir hier etwas? Nein, auch nicht. Ich dachte, hier kann ich was mitnehmen oder so. Halt, hier haben wir was. Hey, hier ist er! Gott sei Dank! Und er läuft noch! Ja, hier ist er, okay. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Okay, gehen wir wieder hoch. Es muss doch noch einen Weg geben. Der Strom war weg, aber jetzt nicht mehr. Hören Sie mich? Over. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir brauchen Hilfe, schnell! Das sind diese Dinger, die uns angreifen wollen. Over. Wir sind auf einem Frachter, 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Kommen Sie schnell! Wir brauchen Hilfe! Wir bereiten eine Rettungsmission vor. Bitte beschreiben Sie Ihr Boot. Over. Wir sind auf einem Frachter, verlassen, groß und alt. Hilfe ist unterwegs. Alex gab ihre Position an. Mist, ich glaube, das ist nicht gut. Komm schon!
glaube, wir hätten den Schalter vielleicht nicht umlegen sollen. Oder? Okay, wir gehen hier weiter. Guck mal hier! Das Kreislaufgerät! Die Fischer müssen es von der Duke mitgebracht haben. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Das kostet nur Zeit. Nein, wir nehmen es mit. Bist du verrückt? Das könnte uns noch... Wir nehmen das auf jeden Fall diesmal mit. Hier. Beim ersten Durchgang hatten wir das ja nicht mitgenommen. Jetzt machen wir das nämlich ein bisschen anders hier. Oh. C'est moi seulement où est-ce, putain d'or? T'as perdu la tête ou quoi? Non! Je t'en prie! Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi! Non! Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Oh, scheiße! Das Teil, was wir brauchen für unser Boot. Das müssen wir am besten irgendwie bekommen. Nein! Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheißer! Nein, finde mich bitte nicht. Ich bin kein kleiner Scheißer. Was ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Oh, wir müssen das diesmal schaffen mit dem Drücken hier. Gold kriegt. Lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht. Und wer bleibt. Oh Gott. Wir haben es geschafft mit dem Drücken. Du hast einen Fluchtplan. Wir können noch nicht weg. Wir müssen warten auf unsere Chance. Oh nein, nochmal. Aber ich hab für den Strom. Das Gold gehört mir. Und jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich mit meinem Riesenhammer. Ja, du und dein Hammer. Oh, ich hab's wieder geschafft mit dem Drücken. Oh, da geht er mit seinem Riesenhammer. Oh ne, Hilfe. Hilfe, ey. Dieser Typ hat's hier einfach nicht mehr alle. Ich jetzt da was falsch gedrückt. Ich will nicht wissen, was dann passiert wäre. Der hat uns wahrscheinlich mit seinem Hammer erschlagen. Oh nein, da ist er schon wieder. Verriege sie! Oh mein Gott, mach schon! Mach das Ding zu. Sind wir sicher? Bitte sag jetzt ja. Ja, total.
Die widerstehen allem Möglichen. Zeugs. Naja, vielleicht überstehen die nicht den Hammer. Die Türen hier. Okay. Okay. Keine Bewegung. Oh nein. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Sachte. Ganz sachte. Lass uns bitte in Ruhe. Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Bitte, wir haben kein Problem mit dir. Wir wollen einfach nur hier raus. Bitte. Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was meinst du? Bleib weg! Ja, ist ja gut, ich bleib weg. Bleib weg von dem Dunst! Was? Da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Warum nicht einatmen? Was passiert dann? Er lebt, macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns, jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg! Los! Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Okay, na schön. Gut. Also da war etwas vorhin. Vielleicht Nebel oder Dunst vielleicht? Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein! Schau! Wir hielten die Luft an. Wir haben das nicht eingeatmet. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Halt, 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 halt! Unser Atemgerät von der Duke. Was? Damit haben wir den Dunst aus uns rausgeholt. Weißt du, das klappt bestimmt auch bei dir. Okay? Nein, 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 nein! Bleib mit dem Ding weg von mir! Oh Gott! Der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht! Er verwandelt mir dreht mich. Sich auch gleich was. Innen drin. Nein! Oh fuck. Hol schnell das Atemgerät! Hey, bist du okay? Nimm doch die Waffe von dem. Warte beim Funkgerät. Warum? Ich will mich da mal umsehen. Vielleicht liegt da noch brauchbares Zeug rum. Ich geh doch nicht weit. Warte beim Funkgerät. Oh, oh. Jetzt müssen wir ja richtig drücken.
Komm schon. Der hat seinen blöder Hammer, ey. Der macht mich noch fertig. Ich hab den Typ gesehen, er hatte die Verteilerkappe. Wir müssen hinterher. Okay, Verteilerkappe besorgen. Hallo? Olsen. Gib mir die Verteilerkappe. Das war wohl das Geräusch eben. Du kriegst auch einen Keks. Versprochen. Oh nein, was war das? Ist doch egal. Wir brauchen die Verteilerkappe. Hier! Er muss hier lang gekommen sein. Sieh dir das an. Ja, ich sehe mir es ja schon an. Da ist er. So, wir schaffen es darüber. Klar. Toll, da ist mein verrückter Hammermann. Diesen Sprung werde ich nicht schaffen, Alex. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, dann such du einen anderen Weg. Und ich gehe meinen Weg. Rein. Hier ist nochmal ein Brief. Ich dachte gerade, das wäre die Verteilerkappe. Okay, wir gehen weiter. Mist! Die Verteilerkappe, da ist sie. Tja, na sowas. Manchmal hat man eben Glück. So, jetzt müssen wir die nur schnell hier holen. So, kleine Ratte, weg mit dir. Das Teil ist meine. Husch. Thank you.
Alex! Ich bin's! Das Messer! Weg! Jetzt! Glück ist weg! Komm doch her, Arschloch! Komm ruhig her, wenn du willst! Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Fliss. Hab dich. Wir haben das Teil. Und wir haben überlebt. Und dieses Mal war es dieser Olsen, der vor einem stand. Wo wir das erste Mal hier waren. Da war das ja anders. Da war ja so eine Kreatur vor uns. Okay, kann losgehen. Okay. Jawohl, wir kommen hier weg. Was zur Hölle ist das hier? Ist es verlassen? Hallo? Alex, Julia! Seid ihr hier? Okay, Leute, das war es mit Man of Medan. Mit dem zweiten Durchlauf jetzt hier vom Spiel. Diesmal hatten wir auf jeden Fall ein wesentlich besseres Ende. Bloß anscheinend Conrad, also Julia, ihr Bruder, ist, schätze ich mal, tot. Schätze ich mal. Ich weiß es natürlich nicht genau, weil er jetzt auf diesem Schiff ganz zum Schluss noch hingekommen ist. Ich schätze mal, es ging auch nochmal, dass wirklich komplett alle überleben werden.
da Conrad vielleicht nicht mit dem Schiff abgehauen wäre. Zu dieser einen Stelle zu Beginn. Ja, also war schon cool, der zweite Durchgang. Ich fand auch jetzt echt ganz cool, wie unser Ende diesmal war. Leute, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht ein drittes Mal das Spiel sehen wollt. Aber da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also da bin ich wirklich selber auch noch am Überlegen, ob ich es noch ein drittes Mal bringen soll. Lasst mich einfach wissen mit einem Kommentar und einem Däumchen nach oben, damit ich einfach weiß, ja, Bock darauf, entweder Let's Play ich das dann nochmal oder streame das Spiel komplett auf einmal durch. Muss ich schauen. Aber das Ende und so bin ich jetzt eigentlich zufrieden, was wir jetzt hatten. Das war es auf jeden Fall, Leute. An der Stelle schreibt mir gerne rein, wie ihr das Ende fandet. Und ja, wie ihr auch das Spiel an sich fandet. Mein Fazit zu dem Spiel so insgesamt gibt es schon in dem anderen Video, wo wir das Spiel beendet hatten. Und ja, das war's. Haut rein. Tschüssi, Leute.